Stellt euch vor, es ist der 9. März 1980. Wir befinden uns auf einem Marktplatz in Ambato in Ecuador. Ein 32-jähriger Mann nähert sich einem Essensstand, an dem ein 11-jähriges Mädchen mitarbeitet. Er bestellt etwas zu essen, lässt das Mädchen jedoch nicht aus den Augen. Als es dem Kind zu unheimlich wird, verständigt es seine Mutter, die den Mann zur Rede stellt. Da er sich weiter verdächtig macht und in der Region bereits Dutzende Mädchen verschwunden sind, beschließt die Frau, den Mann gemeinsam mit anderen Verkäufern festzuhalten, bis die Polizei kommt. Der Mann wird verhaftet. Nach mehreren Stunden Verhör gibt er an, er habe in Kolumbien, Peru und Ecuador jeweils ca. 100 Mädchen vergewaltigt und ermordet. Insgesamt soll die Zahl der Opfer bei mindestens 310 liegen. Die Ermittler glauben ihm zunächst nicht, bis er sie zu den ersten Massengräbern führt, in denen er die Opfer versteckt hat. Dieser Mann ist Pedro Alonso López, der später den Spitznamen „Das Monster der Anden“ erhalten wird. Ich glaube, man kann wirklich auch aus psychologischer und psychiatrischer Sicht sagen, dass Pedro Alonso López ein eiskalter Psychopath war, der auch wirklich alle diagnostischen Kriterien einer Psychopathie erfüllt. Er war zum Beispiel sehr redegewandt, sehr charmant. Er hatte bestimmte Taktiken, wie er sich dann Mädchen nähern konnte, ohne dass sie aufmerksam geworden sind oder Angst bekommen haben vor ihm. Und er hat es also geschafft, die in Sicherheit zu wiegen, um sie dann an entfernte Orte zu locken. Er war redegewandt, er war charmant und er hat es geschafft, so einen bestimmten Eindruck von sich zu vermitteln, zum Beispiel, dass er Hilfe bräuchte. Das hat er unter anderem so gemacht, dass er sich als Matrose ausgegeben hat, der in der Gegend fremd war und der nicht wusste, wie er zum Bus kommen sollte oder der vielleicht auch so eine Stadtführung haben möchte, hat die Kinder dann teilweise dafür bezahlt, umgerechnet $10 oder 10 Euro ihnen dann gegeben, wenn sie ihn so ein bisschen durch die Stadt geführt haben, und hat sie dann also quasi an verlassenere Orte und in leerstehende Gebäude gelockt, wo er sie dann vergewaltigt und ermordet hat. Meistens waren es eben abgeschiedene Orte, wo das Kind dann ruhig auch schreien konnte, man hat es dann eben nicht gehört. Nachdem López dann in Ambato sein Geständnis bei der Polizei abgegeben hatte, folgte eine Tatortbegehung, die ungefähr 6 Wochen gedauert hatte und in 11 ecuadorianischen Provinzen stattfand. Dabei musste López dann als Polizist verkleidet auftreten, weil die Bevölkerung schon so mordlüstern war und ihn lynchen wollte, dass es unmöglich gewesen wäre, es ohne Verkleidung durchzuführen. Er ist dann also quasi als Polizist am Tatort aufgetreten, hat dann eben so gezeigt, okay, das habe ich hier gemacht, das habe ich da gemacht. Die Leichen wurden ja wieder ausgegraben, beziehungsweise teilweise hatte López sie nur mit Zweigen oder Zeitungspapier irgendwo abgedeckt im Wald liegen lassen. Das hat natürlich sehr für Aufruhr unter der Bevölkerung gesorgt, unter anderem auch deswegen, weil López das natürlich alles genossen hat. Er war im Fokus der Aufmerksamkeit, die Medien haben über ihn berichtet. Es soll sogar an einem Tatort dazu gekommen sein, dass López den Schädel eines der Opfers genommen hat und unter seinen Arm geklemmt hatte und wollte, dass ein Polizist ein Foto von ihm macht, damit er dieses Foto quasi als Trophäe aufbewahren kann. Das zeigt ja im Endeffekt so den narzisstischen Anteil, also diesen selbstverliebten, selbstherrlichen Anteil von López, der in seiner Persönlichkeit begründet liegt, wo er sich eben Bestätigung gesucht hat. Ja, er wollte also quasi zeigen, ich habe das gemacht, jetzt schaut mich an, hier bin ich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum war Pedro Alonso López überhaupt dazu fähig, solche Taten zu begehen und vor allem auch in so einer Anzahl? Dazu muss man sich die Geschichte mal ganz von vorne anschauen. In der Kindheit anfangen, das wollen wir an der Stelle mal tun. Pedro Alonso López kam aus einer sogenannten Broken Home Situation. Das bedeutet sehr schwierige Familienverhältnisse, Armut, Misshandlung und so weiter. Sein Vater starb schon vor seiner Geburt im Bürgerkrieg, der wurde erschossen. Und was die Kindheit von López selbst angeht, da gibt es mehrere Versionen. Seine Mutter wurde dazu befragt und sie hat angegeben, dass Pedro Alonso López eigentlich eine sehr schöne Kindheit hatte, dass er früher ein hilfsbereites, nettes Kind war, das anderen Kindern zum Beispiel bei den Hausaufgaben geholfen hat und später auch Lehrer werden wollte. Er selber berichtet, dass ja, seine Kindheit alles andere als schön war. Die Mutter soll ihn oft geschlagen und ja, mit Gewalt erzogen haben. Darüber hinaus sei die Mutter eine Prostituierte gewesen und er sei mehrfach dabei gewesen, als die Mutter Sex mit irgendwelchen Freiern hatte. Diese Freier hätten die Mutter teilweise eben auch geschlagen und so sei das für ihn was ganz Normales gewesen.
1956, im Alter von 8 Jahren, ist Pedro Alonso López dann von zu Hause weggelaufen. Er sagt, aufgrund der Gewalttätigkeiten seitens seiner Mutter. Und das, was er danach gemacht hat, ist nicht besonders gut dokumentiert. Was feststeht, ist, dass er als Straßenkind in Bogotá, der Hauptstadt von Kolumbien, gelebt hat. Dort hat er sich einer Gang von ebenfalls weiteren Straßenkindern angeschlossen, wo es völlig normal war, skrupellos Gewalt anzuwenden. Da gab es natürlich dann diverse Schlägereien, Messerstechereien, teilweise um irgendwelche Schlafplätze, und er hat dann eben auch Drogen konsumiert, so eine unreine Form von Kokain. Schon in frühen Jahren, das war alles andere als gut. Er ist in dieser Zeit als Straßenkind auch vergewaltigt worden, wurde dann 2 Jahre später von einem amerikanischen Paar, das in Bogotá gelebt hat, aufgenommen und auf eine Schule geschickt. Problem war an der Stelle, dass er auch von einem der Lehrer vergewaltigt worden ist. Ist daraufhin wieder ausgerissen, wieder auf den Straßen von Bogotá gelandet und hat dann dort weitere Jahre gelebt, bis er schließlich wegen Autodiebstahls von der Polizei verhaftet und auch inhaftiert wurde. Im Gefängnis ging es ihm allerdings nicht sehr viel besser. Er war gerade einmal 2 Tage im Gefängnis, da wurde er schon von mehreren Mithäftlingen vergewaltigt. Das Kuriose ist, dass Pedro Alonso López im Verlauf von 14 Tagen nach dieser Vergewaltigung im Gefängnis die Täter ermordet hat. Das hat die Gefängnisleitung aber nicht weiter interessiert, sondern man hat es als Notwehr dargestellt, und er wurde dann ganz normal im Alter von 23 Jahren, da war es dann schon 1971, aus dem Gefängnis entlassen. Kurz darauf hat er schon mit der Suche nach ersten Opfern begonnen. In einem Interview 1999 hat er dann erzählt, dass er teilweise tagelang Opfer ausgespäht hat. Es waren eigentlich vom Typ her immer Mädchen, die schlecht gebildet waren, aus randständigen Familien kamen, wo es ein bisschen problematisch war. Es waren meistens auch Indios, die sowieso so eine Randgruppierung dargestellt haben. Und an denen hat er dann, oder mit denen vielmehr, hat er dann leichtes Spiel gehabt. Er hat sich, wie ich im Prolog ja schon angedeutet habe, immer so ein bisschen als jemand ausgegeben, der irgendwie Hilfe braucht, der nicht so recht weiß, sodass diese Kinder also jetzt nicht das Gefühl hatten, dass er ihnen extrem überlegen ist. Und diesen Trugschluss hat er sich dann im Endeffekt zunutze gemacht, weil die dann arglos waren. Die Opfer wurden immer vergewaltigt und anschließend erwürgt. Er hat das später damit begründet, dass er natürlich die Opfer ein bisschen erlösen wollte. Also er wollte, dass die aus ihrer Armut dann in den Himmel auffahren und er ihnen im Endeffekt was Gutes tut. So hat er sich das dann am Ende selber schön dargestellt. Nach diesen Vergewaltigungen und Morden gab es dann immer eine Phase, in der López erstmal nichts gemacht hat. Die Kriminalpsychologin Alexandra de la Torre nennt das Cooling-Off-Phase in dem Zusammenhang, und López hat in dem Moment dann halt wirklich auch einfach nichts gemacht, sondern sich dann auf den nächsten Mord quasi mehr oder weniger dann erstmal vorbereitet. Teilweise waren diese Phasen länger, teilweise waren sie kürzer. Es gab Momente oder Phasen vielmehr, in denen López bis zu 3 Mädchen pro Woche ermordet und vergewaltigt hat. 1980 wurde López dann also in Ambato von der Polizei verhaftet und auch anschließend, nachdem die Ermittlungen aufgenommen und abgeschlossen worden sind, vor Gericht gestellt. Letztlich konnte man ihn nur wegen 57-fachen Mordes verurteilen. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass in Ecuador zur damaligen Zeit die Gesetzgebung so war, dass auf einen Mord lebenslang steht. Dabei war es allerdings egal, ob man einen Mord oder 100 Morde begeht. Das bedeutet, López wurde ganz normal verurteilt, lebenslang hieß in dem Fall nur 16 Jahre. Verschiedene Interessensgruppen, zum Beispiel auch der Angehörigen, haben versucht, in dem Moment eine Sonderausnahme oder Sonderregelung zu beantragen, sodass dieses lebenslang wirklich lebenslang bedeutet, aufgrund der Schwere der Schuld. Das hat allerdings nicht funktioniert. Das bedeutet, López wurde tatsächlich nur wie für einen Mord verurteilt und hat dann auch von diesen 16 Jahren eigentlich nur 14 Jahre abgesessen, weil er sich im Gefängnis gut geführt hat und dann frühzeitig entlassen werden konnte. Da López aber Kolumbianer war, in Ecuador allerdings im Gefängnis saß, wurde er direkt nach der Entlassung wieder erneut verhaftet wegen illegaler Einreise und wurde dann an Kolumbien überstellt. Dort allerdings direkt in die Psychiatrie eingewiesen, wo er dann für 3 Jahre behandelt wurde. Man hat ihn dann unfassbarerweise nach 3 Jahren, was eine verdammt kurze Zeit ist in Anbetracht der Taten, als geheilt entlassen. Jetzt kann ich euch als Psychologe, der ja auch in einem Maßregelvollzug arbeitet, Folgendes dazu sagen. Es ist unmöglich,
in 3 Jahren eine solche Besserung zu erzielen bei einem Patienten, der derart schwere Straftaten begangen hat, der derart schwer persönlichkeitsgestört ist und der absolut keine Reue gezeigt hat in der gesamten Vorgeschichte. Selbst wenn er in diesen 3 Jahren vollkommen glaubwürdig, was ja unwahrscheinlich ist, behauptet, er hätte sich gebessert, er würde die Taten jetzt bereuen, ist es vollkommen wahnsinnig, diesen Mann zu diesem Zeitpunkt nach 3 Jahren in die Freiheit zu entlassen. Darüber hinaus muss man auch noch eine weitere Störung besprechen, beziehungsweise die steht ja immerhin im Raum, denn er hat davon gesprochen, dass er Stimmen hört. Das bedeutet, zu der dissozialen Persönlichkeitsstörung und der Psychopathie kommt möglicherweise auch noch eine Schizophrenie hinzu. Und das ist wirklich auch eine weitere schwere seelische Störung, die eine Behandlung unbedingt erforderlich macht. Was diese Stimme angeht, so hat Lopez angegeben, dass die Stimme den Namen Jorge Patiño trägt und dass er eigentlich bei den Taten nur beteiligt war, der Haupttäter sei eben dieser Patiño gewesen. Das allein zeigt ja schon mal, wenn das nicht gespielt ist, dass er definitiv mindestens ein schizophrenes Symptom aufweist, wahrscheinlich, wenn man genauer nachschaut und genauer diagnostisch arbeitet, auch noch weitere. Das bedeutet, es ist absoluter Irrsinn, diesen Mann nach 3 Jahren Behandlung zu entlassen. Und es ist vorprogrammiert, dass bei so einer Entlassung definitiv wieder Straftaten auftreten werden. Wieder in Freiheit angekommen, hat Lopez als allererstes seine Mutter besucht, das erste Mal im Verlauf von 19 Jahren. Das Ganze hat er einfach nur aus einem Grund gemacht. Er ist zu ihr hingegangen, seine Mutter war aber zu dem Zeitpunkt schon relativ verarmt. Er hat ihre Möbel, sie hatte nur ein Bett und einen Stuhl, auf die Veranda gestellt und hat die dort an eine Passantin verkauft, hat sich das Geld eingesteckt und ist von dannen gezogen. Anschließend ist Pedro Alonso Lopez offenbar wieder in die Region zurückgegangen, in der er seine ersten Morde begangen hat. Seit 2002 wird er wegen einem erneuten Mord von der Polizei gesucht. Ein interessanter Fakt noch zum Abschluss. Wenn man sich die Gesamtfreiheitsstrafe von Lopez anschaut, das bedeutet 14 Jahre im Gefängnis plus 3 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie, dann kann man sich ausrechnen, dass Lopez für seine 57 nachgewiesenen Morde pro Mord nicht mal 4 Monate im Gefängnis verbracht hat. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.